Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Alundra, einem super duper super geilen Game. Ich habe unglaublich viel Spaß, ich nehme jetzt auch gerade die fünfte Folge schon am Stück auf. Also abgesehen von meiner kleinen Pause vorhin, zwecks Abendessen. Ich versuche ein bisschen ruhiger zu reden, einfach dass es besser für meine Stimme ist, damit ich hier jetzt nicht die ganze Zeit wow und puh und peng pow mache, damit ich länger aufnehmen kann und nicht sofort wieder heiser bin und dann die nächsten drei Tage nichts machen kann. Das geht mir nämlich langsam ziemlich auf den Zeiger. Ich müsste mal so Stimmübungen vorher machen, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ich höre, dass die... Hä? Dass Stimmübungen bei sowas helfen soll. Weil die Stimme auch ein... Also die Stimmbänder auch Muskeln sind, die eigentlich nicht überanstrengt werden sollen. Und wenn ich die ganze Zeit irgendwelche komischen Synchro-Stimmen mache, die wahrscheinlich nur ich für lustig hau, die wahrscheinlich nur ich für lustig halte, dann kann das natürlich passieren, dass man sich da was überdehnt. Oder halt einfach heißer wird. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich hier tue. Aber ich bin hier lang gesprungen. Au. Nein, 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 nein. Muss ich hier, muss ich hin? Oh Gott, Steven. Hm? Au. Ach da. Oh Gott, Jump'n'Run Passagen. Jesus. Mein Lieblingsgenre. Geht's hier nicht weiter? Du musst doch weitergehen. Hä? Hier muss es doch weitergehen. Da geht's nicht weiter. Jetzt bin ich mega verwirrt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Okay. Das Geräusch ist auch leicht nervig. Oh mein Gott, ich bin verlaufen. Ah! Lass mich raus, lass mich raus, ich bin raus. Au! Hä, aber wieso geht's denn da oben nicht lang? Das ist sehr seltsam. Vielleicht erst später. Vielleicht bin ich zu früh hier. Vielleicht bin ich zu früh hier. Hm. Merkwürzig. Stopp! Und... Stopp! Und... Stopp! Sehr gut, ich wollte auch gerade geheilt werden. Sehr gut. Also ein großes gibt auch nur drei. Das ist ja schade. Ich dachte, die geben mir fünf oder so. Das heißt, später... Weichenkreuzer. Später wird es wahrscheinlich Sinn machen... viele Heil-Items zu haben. Also, das ist auch der Satz. Ah, Gott! Garden! Guter Beat. Schon wieder Steine, meine Güte. Nein, 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 ich muss da hin. Oh mein Gott. Dann gehe ich da wohl nicht lang. Oh. Oder? Nein, ich gehe da nicht lang. Ach so, jetzt komme ich. Jetzt komme ich da rechts lang. Jetzt ist da die Wand aufgebrochen. Okay. Dann habe ich wohl unser aller Lebenszeit verschwendet. Naja. Passiert. Ich bringe euch trotzdem nochmal um. Ich brauche HP. Wobei, was soll der Geiz? Wir finden bestimmt nochmal welche. Ups. Bin fast zuversichtlich, dass wir noch Heilkräuter finden werden im Verlauf des Spiels und im Verlauf des Dungeons auch. Ah, oh, meine tiefe Wahrnehmung ist richtig gut gerade. Schnell! Ach, komm ich nicht durch. Bin ich zu... schlecht für. So, jetzt geht sie durch. Jetzt geht sie durch den offensichtlichen Eingang durch. Zack. Die Minenkarren für den Eingang zum Schacht 1 sind in Betrieb. Cool. Nein, nein, au, 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 bitte nicht auf den Kopf, nein, das mag ich nicht. Gut, gut so, okay. Genug schlechter Akzent fürs Erste. Zack. Geld ist cool, aber ich wollte jetzt gerade tatsächlich eher was zum Heilen. Ah ja, perfekt. Das reicht mir schon.
außerordentlicher Spieler. Abonniert mich, um mehr solche außerordentlich tollen Moves zu sehen, wo ich mich selbst treffen lasse und nichts in meinem Leben erreiche. Hype! Oh Gott, alle Maschinen sind so laut in dem Spiel. Jesus Christ. Das ist natürlich sehr authentisch, aber holy shit. Okay. Ach ja, natürlich, da muss ich ja nicht lang. Oh. Gut, jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Was macht das hier? Weiche, links Eingang. Rechts Eingang, Schacht, erste unterste Ebene. Ja, okay. Wir gehen erstmal hier runter weiter. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob es schlauer ist, erstmal links lang zu gehen, aber jetzt geht's hier lang. Als ich ein Kind war, hatte ich hier unglaubliche Probleme mit den Schaltungen von den Weichen. Weil ich als Kind doof war, zu verstehen, wie das funktioniert. Habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie ich erkenne, welche Weiche jetzt gestellt ist und welche nicht. Hier ist eine Tür. Kommen wir also nicht lang. Da unten kommt man wieder hoch, weil da hier die Obst-, also die Kohlekörbe sind. Obstkörbe, genau. War schön, dass er da reinläuft. Auch gut. Oh, aber gesichert. Gesichert. Geschützt. Was ein Arsch. Got him. Au, ich habe mich selbst in die Luft gejagt. Oh mein Gott, macht das viel Schaden. Jesus Christ. Und habe ich von was anderem Schaden bekommen? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das war die Explosion von meiner Bombe. Schlau! Wenigstens kriegen wir wieder was zum Heilen. Naja, wenigstens eins. Kann man sich schon echt nicht beschweren. Ist jetzt die Tür offen? Vermutlich. Darf ich von ausgehen, ne? Yo. Yo, yo, yo. Affen, yo. Ich sehe meinen Bildschirm nicht mehr vor lauter Mikrofon. Die Unarten sind zurück! Wir müssen sie töten! Ja, töten, töten, töten! Super Dude. Komm her. Wenn du mich töten willst, komm zu mir her! Ich bringe euch um! Die Affen sind eindeutig böse. Wieso halt das auch nur zwei? Halt das prozentual? Die Münze, die da drin war, die war größer. Oh Gott! Jalen rührt sich nicht mehr. Sein Körper wird schon steif. Er hält einen Schlüssel in seiner linken Hand. Du kriegst die linke Hand nicht auf. Du entscheidest dich, den Schlüssel und die Hand mitzunehmen. Hum! Nicht schön, alle tot. Ich kann nichts dagegen tun. Ich schätze, ich brauche den Schlüssel woanders. Let's go. Boing. 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 Ach ja, easy. Wie kann sich der Schleim eigentlich da in der Luft auf den Weichen halten? Und wie haben die das eigentlich geschafft, das hier rüber zu bauen? Jetzt muss ich die Weiche nochmal umstellen. Einmal nach unten. Lass. Okay. Und umstellen. Bam bam bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Da da. Ich mag das. Ich mag das. Die Mine, ich hatte immer. Also ich hatte wie gesagt Probleme mit der Mine damals als Kind. Aber jetzt finde ich es eigentlich sehr einfach. Sehr einfach abzulaufen. Vielleicht lag es darin, dass ich als Kind einfach doof war, wer weiß. So, jetzt ist die Schiene umgedreht. Hier geht das Ding, die Schiene jetzt nach links. Also fährt sie auch nach links. So einfach ist es nämlich. Ich habe das als Kind nicht geschnallt. Dementsprechend schwierig war es immer zu erkennen, in welche Richtung die Lore fährt. Und wenn die Lore dann 20 Mal in die falsche Richtung fährt, weil ich es immer falsch einstelle, dann ist ja kein Wunder, dass ich ewig für den Dungeon brauche, wenn ich nicht vorankomme, weil ich mich immer verfahre. Und dann auf dem Weg vergesse, wo es überhaupt lang ging. Förderkarren zum Untergeschoss. Hier komme ich nicht rein, korrekt? Ah doch, dafür habe ich den Schlüssel geholt, genau. So, hier kann man, glaube ich, heilen. Nope. Ah doch. Ein Speicherbuch und ein Heilraum. Das Speicherbuch nehme ich auf jeden Fall mal in Gebrauch. 2 Stunden ist nicht korrekt. Eher 1,5. Oder 1. Ja, wobei jetzt mittlerweile 1,5 wahrscheinlich.
Also wirkliche Spielzeit. Achso, ich muss Quadrat drücken. Manchmal muss man Quadrat drücken, manchmal muss man X drücken. Das ist ein bisschen seltsam. Wer von euch ist denn aus der PlayStation 1-Ära? Ich habe viel PlayStation 1 auf jeden Fall gespielt als Kind. Ich habe aber auch viel... Ich habe auch viel, Super Nintendo gespielt, obwohl das eigentlich nicht meine... mein Alter ist, sage ich jetzt mal. Meine Generation. Ha! Aber ich habe trotzdem viel gespielt. Weil mein Bruder ja ein Super Nintendo hatte und ich den dann natürlich... mitgebraucht habe. Genau wie die PlayStation 2 später dann, die er sich gekauft hat. Und, oh, Guitar Hero auf der PlayStation 2 war auch super. Gab ein paar richtig gute Spiele auf den alten Konsolen. Unter dieser Ebene wird der Tunnel westwärts, weitergeführt, okay. Das ist irgendwie ein Sprungrätsel. Hier muss ich die Steine erst irgendwie wegbekommen. Ich schätze mal nicht, dass das mit einer Bombe funktioniert. Ich probiere es aber trotzdem mal aus, fürs Protokoll. Big Surprise. Schieb das Ding und... Ah, shit, zu langsam. Nein, warte, Lore! Lorelei! Oh, ich habe als Kind auch so Probleme gehabt mit dem schiefen Springen hier. Ist gar nicht so schwer eigentlich. Sagt er und fällt sofort runter. Da komme ich nicht hin. Ich muss irgendwie den Stein da oben freikriegen. Vielleicht, wenn ich dagegen renne. Nope. Oh, Moment mal, das ist ein runder Stein. Vielleicht. Vielleicht so. Vielleicht so? Vielleicht. Der Stein ist viel zu schwer zu verschieben oder Erschütterungen hervorzurufen. Na gut. Was ist hier unten? Links Westschacht. Rechts umkehren. Wie umkehren? Was meinst du mit umkehren? Fahre ich dann einmal im Kreis? Das ist ja Quatsch. Da komme ich nicht ran. Es ist verschlossen. Das wird also noch nicht die Lösung sein. Ah, ich sehe die Lösung. Okay. Nein! Ach, Mann! Es ist so schwer. Ich muss das Ding anschieben und dann drauf springen. Und das ist nicht leicht. Aber wenn ich das schaffe, dann kann ich da hier rauf. Und hier. Oh, Jumping-Passagen sind schwierig. Oh Mann, da kann man auch rauf. Da kann man auch rauf, das habe ich gesehen. Ich versuche jetzt hier nochmal. Und dann hier. Und hier. Und hier. Sehr gut. Wir müssen ja auf jeden Fall nochmal zurück, weil da hinten ist ja noch eine verschlossene Tür, das heißt... Ist kein Problem, wenn ich jetzt erstmal hier lang gehe. Ah! Feuerschildkröten! Der Horror! Ah! Oh mein Gott! Die erinnern mich ein bisschen an Gothic 1, an die Varane, an die Feuerwarane. Das sind zwar keine Schildkröten, aber halt auch Echsentiere. Well. Oh mein Gott, er ist tot. Sie sind alle tot. Wieso komme ich immer zu spät? Nee. Zane liegt gekrümmt da. Ein kleines Blutrinnsal kam aus seinem Mund. Seine Finger sind völlig verschrumpelt. Er muss sehr lange im Wasser gewesen sein. Wie komme ich raus? Ah. Über die Truhe. Hep, hep. Ist hier noch was? Nee. Nö. Dann lasse ich euch leben. Ihr dürft leben, Schleim. Ihr dürft hier weiter leben. Nährt euch am Kadaver von Zane. Aber lasst mich in Frieden. Ah! Stirb! 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 Gut. Und du stirbst jetzt auch. Und du stirbst jetzt auch. Schön. Wir machen immer weiter Progress, auch wenn ich jetzt gerade ins Wasser falle, aber das ist nicht so schlimm. Anschieben und rauf. Und rüber. Und hier rüber. Achso, das bringt mir ja gar nichts, ne? Ist ja Quatsch. Oh, Moment, was? Nein. Ah. Manchmal bleibt der Junge hängen.
ist dann ein bisschen doof, noch auf den Wagen zu kommen. So, jetzt aber und hoch! Kann ich das Ding verschieben? Ah! Natürlich! Ach so, und so war das dann auch geplant. Dann kann ich nämlich hier rauf springen und dann kann ich einfach hier rauf. Ach so! Nein! Ah. Na gut, dann drehen wir halt eine extra Runde. Hui! Die erste Runde ist gratis! Jeha! Bonk! Bonk! Und wir sind wieder da. Und jetzt gehe ich hier lang, schließe das Tor auf und aktiviere den Schalter und dann fahren wir in die richtige Richtung. Nämlich nach links. Keine Ahnung, wo uns das hinführt. Aber wir haben genug Bomben und Highquarter dabei, um uns... Oh Gott! Um uns, sicher fühlen zu dürfen, wollte ich sagen, aber naja, jetzt fallen hier Steine auf uns runter. Wenigstens muss ich dem nicht ausweichen irgendwie. So, jetzt darf ich nur nicht zurück in dieses Ding reinspringen. Das ist mir nämlich als Kind häufig passiert, dass ich einfach versehentlich zurückgefahren bin, weil ich... Okay, da gehe ich nicht lang. Göttliche Intervention. Da ist was zum Heilen. Da ist was zum Heilen. Und wir sind wieder voll. Schön. Ha! Shit. Es klappt aber. Muss reichen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ha! Shit. Das muss reichen! Sag ich doch. Ein bisschen schwierig, das zu erkennen, weil man gerade am Anfang so große Sprünge, so knappe Sprünge nicht gut einschätzen kann, weil man das Spiel ja nicht so viel gespielt hat und deswegen nicht weiß, schaffe ich den Sprung jetzt darüber oder nicht? Bang! So, wie komme ich an diese Truhe ran? Theoretisch drauf springen. Aber ich weiß nicht sicher, ob es das wirklich ist. Au! Scheiß Viech. Achso, vielleicht von hier, weil ich dann weiter oben bin. Ha! Ja, tatsächlich. Was ist da drin, bitte? Kein Heilkraut. Yay! Ein Adler. Falke. Dingsi. Hä, hab ich den nicht ermordet? Noch 100 Gulden, dann können wir uns unser Herzteil kaufen. Ah! Ich weiß immer noch nicht, was man mit den Falken macht. Ich meine, gut, wir spielen auch noch nicht so lange, aber... Ich bin fest entschlossen, das irgendwann rauszufinden. Natürlich erst, wenn ich alles andere gelootet habe. Ein Heilkraut, du trägst schon zu viele. Ja, das ist okay. Dann bleibt es da stehen. Ich habe jetzt auch nicht die Mühe, mich dadurch zu heilen. Pff. So viel Zeit hat doch kein Mensch. Let's go! Hui! Ah, die Puzzle fühlen sich schon ganz gut an. Die sind jetzt noch nicht so schwer. Ich freue mich schon auf ein besonderes Puzzle, wo ich rausfinden muss, wer lügt. Da können wir wahrscheinlich 3, 4, 5 Folgen dranhängen, aber sollte das so sein, schneide ich das raus. Auch wenn sich natürlich einige Leute gerne an dem Versagen anderer ergötzen, aber ich finde es einfach langweilig, deswegen. Ist mal ganz witzig für eine Folge oder für eine halbe Folge, aber ja. Einmal. Moment, was? Drücke den unteren Knopf dreimal und den oberen einmal, um den Fahrstuhl zu starten. Okay. Wenn er nicht anspringt, rüttel überall. Der Motor ist schon sehr alt. Hier war ich auch lange gesessen, bis ich das verstanden habe. Also 2, 3. Dreimal den oberen einmal, um den Fahrstuhl zu starten. Wenn er nicht anspringt, rüttel überall. Der Motor ist schon sehr alt. Ja. Man soll dann hier drauf springen. Habe ich nicht verstanden als Kind. Jetzt funktioniert der Fahrstuhl. Wer das Rätsel... Oh Gott! Ah! Ah, ich bin auf meinem Quadranten gefangen! Und wir sind da. Und hier ist was zum Heilen. Das kann ja nur bedeuten, dass wir einem Bosskampf entgegenstehen. Gegenüberstehen. Bevorstehen. Wie auch immer, ihr wisst schon. Bam, bam. Bam, bam. Hallo? Oh mein Gott, was ein riesiger Affe. Ih, was hat der da Brust? Was, ihr habt kein Wappen gefunden? Wo geht ihr?
Lord Melsas hat befohlen, 7 Wappen zu finden. 7! Bis jetzt habt ihr gerade mal 2! Geht und kommt nicht ohne die restlichen Wappen zurück. Wukiki! Ich komme nicht zurück, ohne deinen Auftrag erfüllt zu haben! Verschwinde endlich! Oh mein Gott, der Helikopter! What sound does a helicopter make? A helicopter? Altes Dark Souls 2 Meme. Gutes Meme. Wukiki, ich rieche Haarlose! Zahl bald ihre Köpfe, zerschmettert ihre Knochen! Los, los, los! Ist das mein Bossfight? 4 Affen? Au! Oh weh! Oh nein! Oh! Welch Horror! Uff! Ich konnte das Böse bezwingen. Alle Murks sind tot! Yeah! Das von einem kleinen Babydolch. Wir haben's echt drauf! Oh, eine Kiste. Oi! Das nehme ich gerne. Und wie gesagt, nach 100 Gulden dann kriegen wir ein zweites, also ein drittes dann, ehrlich gesagt schon. Gut, dass wir nichts kaufen müssen, sonst. Die Rüstung können wir nicht kaufen, leider. Weil das ist ja ein Familienabstieg, ich brauche kein Geld. Ich muss mir keine Nahrung vor meinem Verdienst kaufen. Nein, ich habe doch meine Familienrüstung. Alte Schrappnelle, ey. Okay, die Mine ist zu. Da geht's nicht lang. Okay. Oh, Affen. Geh weg, biss dich. Kackviech. Gut. Dann... Na doch, machen wir ein bisschen machen wir noch. Eine Prise Gameplay machen wir noch. Oh, geiles Lied. Das macht er alles selber, das ist nicht meine Steuerung. Das ist alles er. Ist das der Baum? Ja, der ist wirklich direkt neben der Mine. Kein Wunder, dass die sich angegriffen fühlen. Und das ist ein echt fucking großer Baum, Jesus. Oh mein Gott, hoffentlich müssen wir da nicht irgendwann hin. Oh, ich weiß es nicht mehr, aber es sieht so aus. Sonst wäre das nicht so ausgebaut. Oh Gott. Da gehen wir später hin. Das wird aber noch ein Stückchen dauern. Okay. Ah! Geht's hier jetzt irgendwie weiter? Hier ist eine Tür noch. Mit dem Schalter. Er ist total verrostet. Sieht nicht so aus, als würde er sich bewegen. Doof. Aber dann haben wir ja keine Möglichkeit mehr. Dann müssen ja die Steine jetzt unten weggehen. Durch irgendwas. Geld? Geld? Kein Geld. Bam, 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 bam. Hilfe! Oh. Ich habe dich schon erwartet. Nach meiner Theorie sind die Kohlenminen und die Murkwälder irgendwie verbunden. Und wenn das stimmt, gibt es hier irgendwo einen versteckten Eingang. Ja, jetzt nicht mehr. Oh weia, Alundra, du kommst sehr spät. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber egal, ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Luthers und die anderen sind losgegangen, um dich in der Kohlemine zu suchen. Fuck! Warum? Dabei haben sie Zane und die anderen gefunden, aber sie waren alle tot. Also ich gehe zurück ins Dorf. Hier werde ich im Moment nicht gebraucht. Bis bald. Ja, das macht Sinn. Geht mal lieber zusammen. Lasst mich ruhig alleine zurück. Na toll. Typisch. Typisch Erwachsener. Was mit dem Stein? Merkwürdig. Da geht's auch nicht weiter. Moment mal. Höp. Geh mal da hoch. Ich sehe das doch. Höp. Aha. Ich lass mich nicht verarschen. Ich bin doch nicht blöd, ey. Aha. Ein goldener Secret Fighter. Bam, bam, bam.
Ah. Dacht schon. Das ist sehr schön. Das Geld nehme ich auch noch mit. Und ist hier noch was? Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Fluss. Jetzt erkenne ich es. Okay. Wie kommen wir jetzt heim? Wahrscheinlich müssen wir mal aufs Schild gucken. Da steht es bestimmt. Murgwälder Wald von Inua. Ah ja. So, wie kommt man jetzt eigentlich zurück? Keine Ahnung, wo wir sind. Stirb! Teich. Dorf von Inua. Ah ja. Okay. Gut, dann gehen wir in der nächsten Folge zurück ins Dorf von Inua. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Alundra. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sag noch einmal, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!